Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mehrheit ist nicht gleich Mehrheit. Diese Erfahrung musste Bundeskanzlerin Merkel am Tag nach der Abstimmung über das zweite Griechenland-Hilfspaket machen. Denn im Parlament gab es zwar eine breite Mehrheit für die Milliardenhilfen, aber nicht die symbolisch wichtige Kanzlermehrheit. Die Opposition sieht jetzt die Bundeskanzlerin beschädigt. Politiker von Union und FDP sehen das erwartungsgemäß anders. Es war das siebte Mal in dieser Legislaturperiode, dass der Bundestag über eine Eurohilfe abstimmte. Und zum ersten Mal hätte es für die Koalition nicht gereicht, wenn die Opposition vollständig gewesen wäre und geschlossen gegen das Griechenland-Rettungspaket gestimmt hätte. Doch Union und FDP wollen nichts von einer Krise wissen, trotz 20 Gegenstimmen und Enthaltungen aus den eigenen Reihen. Es ging hier um die einfache Mehrheit, die war da. Und im Übrigen, das darf man dann auch sagen, wir hatten mehr Stimmen als die Opposition, auch wenn die uns unterstützt hat. Ich habe nicht den Eindruck, dass es eine Wende gibt, sondern eine intensive Diskussion. Und in der Tat müssen wir den Druck auf Griechenland erhöhen, müssen noch intensiver, als das bisher geschehen ist, darauf achten, dass sich dort strukturell etwas verändert. Dagegen spricht die Opposition von einem Fanal und von einem dramatischen Autoritätsverlust von Angela Merkel. Das bedeutet, dass die Bundeskanzlerin Schwierigkeiten hat, für ihren Kurs innerhalb der Koalition zu werben. Das sind Auflösungserscheinungen. Wir haben das gesehen bei der Bundespräsidentenfrage. Setzt sich jetzt in der wichtigsten Sachfrage fort. Wie geht es mit dem Euro weiter? Und ich gehe davon aus, dass das Regieren immer schwieriger für sie wird. Denn schon bald kommt es im Bundestag zur nächsten Euro-Abstimmung, dann über die Einrichtung des permanenten Euro-Rettungsschirms ESM. Möglich, dass die Anzahl der Abweichler bis dahin sogar wächst. Das Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Das gelte auch für Entscheidungen über Euro-Hilfsmaßnahmen, meinten zwei SPD-Bundestagsabgeordnete und zogen gegen Neuregelungen vor das Bundesverfassungsgericht. Denn statt des Plenums sollte künftig im Notfall nur ein kleines, neunköpfiges Sondergremium entscheiden dürfen. Die Karlsruher Richter gaben den Klägern in weiten Teilen recht. Die Verfassungshüter erklärten, die haushaltspolitische Gesamtverantwortung des Bundestages müsse gewährleistet sein und die Ausschüsse müssten die politische Gewichtung des Bundestages widerspiegeln. Im Anschluss an die Entscheidung äußerte sich Bundestagspräsident Lammert. Das Bundesverfassungsgericht hat einmal mehr die Haushaltsverantwortung des Deutschen Bundestages auch in Fragen der Eilbedürftigkeit oder der Vertraulichkeit bei Angelegenheiten der Europäischen Union unterstrichen. Das von einer breiten Mehrheit des Bundestages beschlossene Gesetz in einem abgestuften Verfahren der Parlamentsbeteiligung muss nach dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nachjustiert werden. Ich sollte vielleicht noch einmal der Deutlichkeit halber darauf hinweisen, dass das Bundesverfassungsgericht keineswegs die gesetzlich vorgesehene parlamentarische Beteiligung an Hilfsmaßnahmen im Rahmen von europäischen Stabilitätsregimen kritisiert oder gar aufgehoben hat. Und in Karlsruhe ist jetzt unser Rechtsexperte Frank Bräutigam zugeschaltet. Herr Bräutigam, das alles ist ziemlich kompliziert. Ich frage mal ganz flapsig, muss denn jetzt, wenn es brennt, der Bundestag immer in Windeseile zusammentreten? Das kann so kommen. Das Urteil heute, das ist eine Stärkung der Rechte der Abgeordneten, der Volksvertreter. Dieses kleine Neunergremium, das hatte laut Gesetz die Befugnis, relativ häufig zu entscheiden, wenn es um Maßnahmen zur Euro-Rettung ging. Und das bedeutete natürlich, dass der Rest, viele hunderte Abgeordnete, dann ausgeschlossen war. Das hat zwei Abgeordnete gestört. Sie haben in Karlsruhe geklagt und gewonnen, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, wenn es ums Geld geht, dann hat erstmal der gesamte Bundestag das Wort, der muss entscheiden. Und das Argument, es eilt, es muss schnell gehen, das kann per se nicht dazu führen, dass man die Entscheidung nur auf eine ganz kleine Gruppierung überträgt. Auch ein Plenum oder vielleicht der Haushaltsausschuss kann in wenigen Tagen zusammengerufen werden. Das muss gehen, da kann man nicht demokratische Spielregeln aufs Spiel setzen. Heißt das, dieses neunköpfige Sondergremium ist ab sofort in der Praxis überflüssig? Es gibt
einen Ausnahmefall, wo es tätig werden kann, für die Praxis durchaus wichtig. Das ist, wenn der Euro-Rettungsschirm an den Finanzmärkten Staatsanleihen kauft, um einzelne Staaten zu stützen. Wenn das frühzeitig rauskommt, dann ist diese Rettungsmaßnahme sofort geplatzt. Deswegen sagt das Gericht, da darf dieses kleine Gremium hochvertraulich tagen. Über die Zusammensetzung muss man dann nochmal reden, weil das Gericht sagt, dieses kleine Gremium, das muss auch die Zusammensetzung der Fraktionen im ganzen Bundestag spiegeln. Also wenn es dann bei solchen Maßnahmen einmal zusammentritt, dann muss über die Zusammensetzung nochmal geredet werden. Und das waren Erläuterungen und Informationen von Frank Bräutigam aus Karlsruhe. Vielen Dank. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Kreditwürdigkeit Griechenlands weiter herabgestuft, und zwar auf teilweise zahlungsunfähig. Die Europäische Zentralbank beschloss daraufhin, keine griechischen Anleihen mehr als Sicherheit für Kredite anzuerkennen. Die Regierung in Athen reagierte gelassen, diese Entwicklung sei erwartet worden. Eine derartige Herabstufung Griechenlands, das haben Fachleute noch vor ein paar Monaten geglaubt, würde ein Beben an den Finanzmärkten auslösen. Von einem Beben ist allerdings weit und breit nichts zu spüren. Klaus Ranajakisch, woher rührt diese Gelassenheit? Ja, es ist in der Tat etwas verwunderlich. Die Anleger scheinen sich in der Tat an die Krise zu gewöhnen und reagieren nicht mehr so extrem wie noch vor ein paar Monaten. Das liegt natürlich vor allem daran, dass sie genau wissen, dass sowohl die Politik als auch die Europäische Zentralbank parat stehen, um hier zu retten. Das hat man in den letzten Monaten ja deutlich gesehen, und man vertraut wohl darauf, dass das auch weiterhin der Fall ist. Hinzu kommt, dass noch nicht ganz klar ist, ob nun auch die Kreditausfallversicherungen tatsächlich zum Tragen kommen. Eine Entscheidung wird es wohl erst morgen geben. Das war ja die große Sorge, dass das sein könnte und dann entsprechend hier zu einem Kursrutsch führen könnte. All das ist, wie gesagt, noch nicht entschieden. Und dementsprechend ist der deutsche Aktienindex sogar in der Pluszone. Das Börsenbarometer im Moment bei genau 6.877 Punkten, rund 27 mehr als gestern, ein Plus von 0,4%. Aber eine gewisse Irrationalität ist natürlich hier schon zu vorhanden. Die Börse übertreibt eben mal ins Plus und mal ins Minus, derzeit eher ins Plus. Klaus Ranajakisch war das von der Börse in Frankfurt. Dankeschön. Im Luftverkehr am Frankfurter Flughafen stehen weitere Einschränkungen bevor. Die Gewerkschaft der Deutschen Flugsicherung hat die Fluglotsen aufgerufen, sich dem Streik der Vorfeldmitarbeiter anzuschließen. Diese hatten vor gut einer Woche mit Streiks begonnen. Zwischenzeitliche Gespräche waren gescheitert. Die Arbeitgeber, also die Deutsche Flugsicherung und Fraport AG, erklärten, ein Solidarstreik der Lotsen könnte den größten deutschen Airport lahmlegen. Der Arbeitskampf am Frankfurter Flughafen wird härter. Auch die Fluglotsen im Tower sind nun von ihrer Gewerkschaft zum Streik aufgerufen. Aus Solidarität mit den Vorfeldmitarbeitern. Weil die mit ihrem Streik die Forderungen gegenüber ihrem Arbeitgeber Fraport bislang nicht durchsetzen konnten. Es kam nur ein schlechteres Angebot als erstes auf den Tisch. Und zum Schluss ein Angebot, in dem die Hälfte der Kollegen gar nicht mehr vorkam. Das war die komplette Vorfeldaufsicht. Vorfeldaufseher fahren die Follow-Me-Fahrzeuge und weisen so die Flugzeuge an ihre Parkpositionen. Ebenso wie die Vorfeldkontrolleure im Ramp Tower sind sie beim Flughafenbetreiber Fraport beschäftigt. Die Fluglotsen, die zum Solidaritätsstreik aufgerufen werden, sind dagegen Angestellte der bundeseigenen deutschen Flugsicherung DFS. Es kann nicht sein, dass jetzt über auch Dritte, sprich die DFS, der ein Monopolbetrieb ist und öffentliche Dienstleistungen zur Verfügung stellen muss, praktisch in einen privatrechtlichen Tarifkonflikt eingegriffen wird. Das kann man nicht zulassen. Deshalb muss gesetzlich die Tarifeinheit wiederhergestellt werden. Deutsche Flugsicherung, Fraport und Lufthansa wollen den Solidaritätsstreik per Gerichtsentscheid verbieten lassen. Klar ist, selbst wenn morgen früh zwischen 5 und 11 Uhr nur 10 Fluglotsen in Frankfurt streiken, kann hier kein Flugzeug starten oder landen. Ist die Riester-Rente ein lohnender Baustein für die Altersvorsorge? Das fragen sich nicht nur die etwa 15 Millionen Menschen, die einen solchen Vertrag haben, in letzter Zeit wieder öfter. Viel Kritik war laut geworden, etwa an zu hohen Provisionen oder auch an den zu geringen Renditen. Regierung und Verbraucherschützer diskutieren heute in Berlin darüber, wie sich das Image der Riester-Rente wieder verbessern lässt. Wer vorsorgen will fürs Alter, hat's nicht leicht. Zahlreiche Produkte sind auf dem Markt. Vor allem Riester steht nach wie vor im Fokus, auch auf dem Fachkongress heute. Ja, manche Produkte seien überteuert, aber wenn man vor Vertragsabschluss vergleiche, lohne sich Riestern immer noch. Die Riester-Rente ist das Beste, was man als zusätzliche Altersvorsorge für sich tun kann auf dem deutschen Markt.
die bringt eine Rendite, was vor allen Dingen daran liegt, dass es eine staatliche Förderung gibt. Und diese staatliche Förderung sollte man mitnehmen. Zumal diese Form der Vorsorge in Zeiten der Finanzkrise sicher sei. Eingezahlte Beiträge und staatliche Zulagen werden garantiert zurückgezahlt. Allerdings, die Produkte müssten transparenter werden und die Beratungsqualität müsse sich verbessern. Das sieht auch die zuständige Ministerin so. Als erstes will sie die Bürger besser informieren, mittels Faltblatt. Es geht zum Teil eben auch um diese Einführung des Produktinformationsblatts. Es geht aber auch um die Möglichkeit, besser wechseln zu können, zum Beispiel die Wechselkosten zu reduzieren oder zu deckeln. Das sind die wesentlichen Punkte. Angeblich in 3 Wochen soll ein Gesetzentwurf vorliegen, um die Schieflage bei der Produkttransparenz und bei der Beratungsqualität zu korrigieren. Im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen wächst offenbar die Unterstützung für eine Resolution, die die Regierung von Syriens Präsident Assad erneut verurteilt. In Genf treffen sich die Vertreter heute zu einer Dringlichkeitssitzung. In dem Entwurf würden willkürliche Hinrichtungen, die Tötung von Demonstranten und Folterungen in Syrien angeprangert, heißt es aus diplomatischen Kreisen. Deutschland befürwortet eine Verurteilung Syriens. Russland, China und der Iran sind dagegen. Knapp 7 Wochen nach der Havarie der Costa Concordia vor der italienischen Insel Giglio ist ein weiteres Schiff derselben Reederei in Seenot geraten. Nach einem Brand im Maschinenraum trieb die Costa Allegra manövrierunfähig im Indischen Ozean. Das Schiff war auf dem Weg von Madagaskar zu den Seychellen. Es soll jetzt im Hafen der Insel de Roche geschleppt werden. Von dort sollen die Passagiere zur größten Seychelleninsel Mahé gebracht werden. Äußerlich scheint das Kreuzfahrtschiff Costa Allegra völlig unversehrt. Doch im Maschinenraum hat ein Feuer großen Schaden verursacht. Die Costa Allegra ist manövrierunfähig. Hilfe ist aber bereits eingetroffen. Im Moment wird das Schiff Richtung Seychellen geschleppt. Dort erwartet man es am Nachmittag. Möglicherweise müssen die mehr als 1000 Menschen an Bord der Costa Allegra noch bis morgen warten. Unter ihnen sind nach Angaben der Reederei Costa Crociere über 600 Passagiere aus 25 Ländern, auch aus Deutschland. Dass sie schnell in Sicherheit gebracht werden, ist nötig, denn es gibt ein Risiko, Piraten. Glücklicherweise wurden aber keine in der Nähe des Schiffs gesichtet. So dürfte die Havarie der Costa Allegra glimpflich ausgehen, doch werden böse Erinnerungen an ihr Schwesterschiff wach. Als die Costa Concordia Mitte Januar verunglückte, starben mindestens 25 Menschen. Die Arbeiten am Havaristen sind noch immer nicht abgeschlossen. In der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 kam es zu einer der größten Katastrophen der zivilen Schifffahrt. Den Zusammenstoß des britischen Luxusdampfers Titanic mit einem Eisberg überlebten nur 705 von 2228 Menschen. Zuvor hatte es von anderen Schiffen die ersten Eiswarnungen gegeben. Das neue Medium Telegrafie machte das möglich. 100 Jahre später wird jetzt im Frankfurter Museum für Kommunikation diese Unglücksnacht anhand von Telegrammen und von Notrufen nachvollzogen. Kann kaum erwarten, zurückzukommen. Telegramm machte mich furchtbar glücklich. In Liebe, Mutzi. 4 Stunden vor der Katastrophe noch turtelte die Schauspielerin Dorothy Gibson per Telegrafie mit ihrem verheirateten Geliebten von Bord der Titanic. Der damals größte Luxusdampfer der Welt, ein Mythos. Sein Untergang auf der Jungfernfahrt, eine Quelle vieler Spekulationen und wilder Geschichten. Die Wahrheit über die Katastrophe mit über 1500 Toten aber findet sich in den Produkten einer damals revolutionären Technik der Telegrafie. Rund um Titanic gibt es ja unglaubliche Mythen und ganz viele Vorstellungen. Und nur wenige machen sich die Mühe, wirklich mit den Quellen zu arbeiten. Und diese Telegramme sind Quellen, ganz originäre, wo man eben sehen kann, dass es Warnung gegeben hat vor dem Eisberg, wo man auch sehen kann, dass die Rettung nur möglich war mittels Funk. Und diese Telegramme sind quasi im Zeittakt von Minuten die Zeugnisse dieser Rettung, aber auch vorher eben des Untergangs. Brauchen Hilfe, Eisberg gerammt, sendete Bordfunker Harold Bright in der Nacht des 15. April vor 100 Jahren. Und sinken, brauchen sofort Hilfe. 30 solcher authentischer Zeugnisse der Katastrophe präsentiert das Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main.
Und hier noch rasch die Wetteraussichten. Heute oft dicht bewölkt, vor allem in den östlichen Landesteilen gelegentlich Regen, im Südwesten auch freundlich. Höchstwerte zwischen 4 und 13 Grad. Und das war die Tagesschau um 12 ab 13 Uhr, das Mittagsmagazin. Einen schönen Nachmittag noch.